Die Frau des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ist wegen des Missbrauchs öffentlicher Gelder verurteilt worden. Sarah Netanyahu muss eine Geldstrafe in Höhe von 14.000 Euro zahlen. Das entschied ein Jerusalemer Gericht am Sonntag. Die 60-Jährige soll zwischen 2010 und 2013 auf Staatskosten in Luxusrestaurants Mahlzeiten im Wert von umgerechnet 43.000 Euro bestellt haben. Ursprünglich sprach die Anklage sogar von 83.000 Euro. Das Geld dafür habe Netanyahu vom Büro des Ministerpräsidenten erhalten. Dieses habe nicht gewusst, dass eine Köchin auf Staatskosten für die Familie arbeitete. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Netanyahu vorsätzlich die Unwissenheit des Büros ihres Mannes ausgenutzt habe. Sarah Netanyahu stand ursprünglich wegen Betrugs und Untreue vor Gericht.